ist nicht drin, was? Jetzt aber, was? Boah, schöner Auswärtsblock. Ist das schön. Geil. Ist das schön. Alle mit Fahnen, Flaggen, in weiß-roter Auswärtsblock. Oh, ist das geil. Bielefeld aber auch schön. Alle die Schals oben. Gott, ist das schön. Geil, Mann, hab ich Bock, ey. Boah, schön, Kalajdzic. Auf geht's, Tomasz. Abschluss. Hochführig. Oh, der jagt den 5 Meter drüber. Und 5 Meter sind noch gut geschätzt. Ah, der Abschluss. Immer wieder der Abschluss. Schade. Tomasz schön durch die Mitte. Er hätte auch selber abschließen können, Tomasz, tatsächlich. Aber auch okay, rüberzulegen. Eckball jetzt, die erste für uns im Spiel. Führe ich. Oh! Die kamen nicht ungefährlich. Die wollen irgendwie ein Handspiel haben, scheinbar. Aber, die war irgendwie... Ja, hier, Wimmer lenken quasi mit dem Oberarm an eigenen Pfosten, wenn ich es richtig sehe. Er ist ja komplett Handspiel. Also. Der geht da komplett aktiv so mit dem Arm dahin, damit Karasso nicht köpfen kann. Oder sehe ich da was falsch? An den Außenpfosten. Er geht aktiv so hin. Es muss Elfer geben. Pfeif den jetzt. Dankeschön. Elfmeter. Was passiert denn hier? Wir bekommen Handelfmeter. In welcher Welt? In welcher Welt? Wir bekommen Handelfmeter. Auch wieder 4 Jahre her sowas, oder? Kalajdzic übernimmt. Nicht Marmusch. Kalajdzic. Komm, Junge, machen. Elfmeter. Wir haben eine lange Dürrephase bei Elfmetern. Ja, Mann! Ja, Mann! Führung. 0:1. Sascha Kalajdzic. Nach einer Durststrecke an Elfmetern. Endlich. Wir hatten Marmusch da in Wolfsburg vergeben. Förster hat irgendwo einen Elfer mal verschossen. Also wir schon länger her mit unseren Elfmetern, ne? 0:1 in Bielefeld. Wichtige Führung. Sehr, sehr wichtige Führung. Wir brauchen, glaube ich, nicht über verdient, unverdient sprechen. Das ist sehr ausgeglichen. Also 0:0 wäre hier schon das verdiente Ergebnis so. Aber nimmt man natürlich mit. Ist eine ganz klare Geschichte. Oh, Chance. Führ ich. Oh! Knapp rechts vorbei. Also der hat wirklich, also Führig hat wirklich gar kein Glück im Abschluss, ne? Also für das, was er kann, für das, was er zeigt, hat er echt noch zu wenig Tore geschossen, Führig leider. Der war auch wieder haarscharf rechts vorbei. Oh, was eine Chance! Marmusch, geh, Junge, geh! Geh! Geh jetzt! Ah, der haut daneben, Mann! Warum schließt er auch schon so früh ab? Warum denn? Der hätte locker noch 5 Meter machen können. Ah, oh, ich hoffe, dass uns so eine Chance nicht später... Ja, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Nicht später dann, dass wir sowas hinterher weinen am Ende. Nicht hundertprozentig, aber wir gehen schon auf Richtung 90%. Also das Ding hätte schon durchaus das 2:0 sein können. Müssen. Wie auch immer. Jawohl, Endo, wichtig. Karasor, Führig, auf jetzt! War fast zu weit auf Marmusch, hatten noch. Über links. Bleibt dran. Ball rein. Kalajdzic fällt. Tomasz. Ah, schade. Thema Chancenverwertung. Marmusch legt ihn schön rein. Kalajdzic rutscht selber weg. Oh, und Tomasz. Den musst du auch nicht drüber hauen, ne? Der darf wenigstens aufs Tor kommen. Der darf auch aufs Tor kommen, da aus 16 Metern, ne? Thema Chancenverwertung, ne? So, Bielefeld, Flanke von außen. Serra! 1:1. Florian Krüger, 1:1. Und du hast dir halt komplett selber zuzuschreiben. Du hast seit dem 0:1 hast du auf jeden Fall 3 sehr gute Möglichkeiten, um 0:2, um's auf 0:2 zu stellen. Du machst es halt nicht. Und von Bielefeld kam er jetzt nicht unbedingt viel, ne? Serra und hinten
vergisst halt Stenzel seinen Mann. Krüger hinten ganz alleine läuft sich von Stenzel weg. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Auf jetzt. Komm, Kalajdzic, Köpfen rein. Ja, Kalajdzic legt ihn zurück. Oh, der hält den. Pascal Stenzel. Oh, starke Parade von Ortega. Das gibt es nicht. Freistoß kommt. Kalajdzic legt ihn nach hinten. Der trifft ihn gut. Ja gut, er war ein bisschen arg zentral. Er musste halten. Ne, Mamusch ist das. Das labere ich von Stenzel. Mamusch. Chippt ihn rein. Der ist nicht drin. Was? Jetzt aber. Was? Digga, der halbe VfB, du hast schon gejubelt. Flanke kommt mal, Frau Panos, köpft ihn schön. Ortega, Digga, was zur Hölle, Mann. Und der ist noch abgefälscht, oder? Ist nochmal eine Ecke jetzt nach Karasor. Ja, Anton geht nicht ran, der dachte, geht auch so rein. Alter Schwede. Junge, der halbe Block hat schon gefeiert beim VfB. Der halbe Block hat schon gefeiert beim VfB. Mamusch geht raus. TBD kommt. Ey, Jungs, bitte, nehmt hier das 1:2 mit, Mann. Nehmt's hier bitte mit, Alter. Gewinnt den Scheiß. Also, es ist... Langsam ist wieder sehr frech hier, was passiert. Es gibt es ja wohl nicht. Oh, Kalajdzic holt die Trage sogar. Wild. Wild. Kalajdzic rennt rüber und holt die Trage. Weil er ist ja scheinbar, glaube ich, schon ansprechbar und sowas, ne? Also, darum geht's, glaube ich, nicht, aber den hat's, glaube ich, am Kopf halt schon richtig, richtig erwischt. Also an der Stelle natürlich logischerweise eine gute, gute Besserung an Fabian Klos. Das sind Szenen, die keiner sehen will. Wo jetzt auch niemand groß was dafür konnte. So Mangala, Schöpf, gehen alle an den Ball und dann springen halt Schöpf und Klos ineinander rein im Kopfballduell. Diese Kopfballduelle sind halt wirklich absolut nicht ohne, ne? Weil du hättest sie gewinnen müssen. Aber, wie ich es ja auch schon in irgendwelchen anderen Videos gesagt habe, ein Punkt in Bielefeld von mir aus, das macht für mich jetzt halt diesen Sieg im direkten Duell in Berlin noch verpflichtender, sag mal so. Also, Ergebnis ist scheiße. Von Leistung her, oder Ergebnis ist halt einfach zu wenig. Von Leistung her können wir, glaube ich, wirklich zufrieden sein. War eine sehr ordentliche Auswärtsleistung. Du hast dich halt leider Gottes nicht belohnt. Vielleicht tut man es ja dann aus nichts gegen Dortmund nächste Woche. Oder eben dann in Mainz oder in Berlin. Wir werden es wieder irgendwo belohnen. Es ist halt wirklich unnötig, hier 1:1 zu spielen. Es ist wirklich unnötig. Aus VfB, also aus dieser dummen VfB-Brillensicht, gehe ich damit okay, dass wir einen Punkt mitnehmen. Einfach weil ich Angst davor hatte, dass sie doch noch 2:1 machen, Bielefeld. Obwohl es nicht verdient hätten. Aber an und für sich ist es halt zu wenig. Aber ungeschlagen geblieben. 4 Spiele am Stück ungeschlagen. Das hilft auch einer Mannschaft.